Dann machen wir weiter mit dem Tagesordnungspunkt 100. Beschlussempfehlung, Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag der Landesregierung, Veräußerung eines unbebauten Grundstücks in Büttelbonn. Die Frau Kollegin Hartdegen übernimmt die Berichterstattung für die Haushaltsausschussvorsitzende. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt, dem Plenum die Zustimmung zu erteilen. Ich erläutere kurz den Bericht, wie es dazu gekommen ist. Der Antrag war dem Haushaltsausschuss am 6. September 2022 von der Landtagspräsidentin direkt überwiesen worden. Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner Sitzung am 14. September 2022 behandelt und mit dem oben genannten Stimmenverhältnis die Zustimmung erteilt. Oh, sorry, das Stimmenverhältnis habe ich vergessen. Ich trage es noch nach. CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, AfD und die Freien Demokraten gegen die Linke. Und nachdem die Fraktion Die Linke der Präsidentin mit Schreiben vom 16.09.2022 das Verlangen übermittelt hat, zu dem Antrag gemäß § 33 Absatz 3 und 4 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags die Entscheidung des Landtags einzuholen, erfolgt die unter A genannte Beschlussempfehlung. Soweit dazu. Vielen Dank. Mach's gleich weiter. Ja. Nochmal, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Hessische Landesregierung beabsichtigt, in Büttelborn ein Grundstück im Gewerbegebiet II an ein Logistikunternehmen zu veräußern, welches in den Gebotsrunden der Höchstbietende war. Soweit die reine Faktenlage. Wie kann diese Faktenlage insbesondere aus der Sicht des Kreises Groß-Gerau bewertet werden? Im Mai und im Juli 2022 hat die Regionalversammlung Südhessen ein aktualisiertes Plankonzept beschlossen, welches den im regionalen Entwicklungskonzept 2019 festgelegten Kriterien entspricht. Dabei ist es zu einer Ausweisung einer großer Potenzialflächen als Vorranggebiet Industrie und Logistik im Kreis Groß-Gerau gekommen. Dieses Plankonzept führte in diesem Sommer zu einem gemeinsamen Brandbrief des sozialdemokratischen Landrats, gemeinsam mit einem grünen ersten Beigeordneten, einem unabhängigen Bürgermeister, 7 Bürgermeistern der CDU, 3 Bürgermeistern der SPD, einem grünen Bürgermeister sowie einem Bürgermeister der Freien Wähler. Sie alle haben sich an die Regierungspräsidentin, sie wiederum ist von den Grünen, in Darmstadt gewandt und ihr mitgeteilt, ich zitiere, die starke Zunahme der Logistiknutzung im Kreis Groß-Gerau bewerten wir als nicht raumverträglich. Dies ist begleitet mit dem Hinweis, dass hier eher dem Optimierungsinteresse der Logistikbranche als regionalplanerischen Zielen gefolgt wird. Ich zitiere weiter aus dem Brief. Es wurde nicht beachtet, ob sich der zusätzliche Wirtschafts- und Schwerlastverkehr in die bestehende Verkehrsinfrastruktur eingliedert und ob die Straßen einen derartigen Anstieg des Logistikverkehrs verkraften können. Und wer im Kreis unterwegs ist, kann sich von der Masse an Schwerlastverkehr tagtäglich ein gutes Bild machen. Dazu kommt, dass die Nachfrage an Gewerbeflächen das Angebot im Kreis bei Weitem übersteigen. Soweit die Haltung aller Bürgermeister und im Landratsamt. Die Antwort der Regierungspräsidentin darauf war umfangreich, aber eher lapidar. Sie teilte mit, dass die Zuständigkeit der Regionalversammlung bei der Regionalversammlung Südhessen liegt und das Regierungspräsidium als Geschäftsstelle der Regionalversammlung das aktualisierte Plankonzept erarbeitet. Es liegt also keine Verantwortung bei der Regierungspräsidentin. Soweit. Aus Ihrem Schreiben darf ich weiter zitieren. Aufgrund der Beschlusslage der Regionalversammlung Südhessen handelt es sich derzeit um keinen geeigneten Zeitpunkt für weitergehende Abstimmungen mit Ihnen als Landkreis und den dazugehörigen Städten und Gemeinden. Außerdem stellt sie in ihrem Schreiben fest, dass die Argumente gegen Logistiknutzung alle bekannt sind und keiner Wiederholung bedürfen. Der Bürgermeister von Büttelborn wurde über die Veräußerung erst gar nicht informiert und hat sie in der vergangenen Woche zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist wiederum, so hat er uns mitgeteilt, nicht
Er ist wiederum, so hat er mitgeteilt, nicht erfreut über ein weiteres Logistikunternehmen in seinem Gewerbegebiet 2. Leider hat er wenig Handhabe zur Intervention, da das Grundstück im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsgebiets liegt. Wir nehmen also zur Kenntnis, dass sich weder die Regionalversammlung Südhessen noch die zuständige Regierungspräsidenten und noch weniger die Landesregierung für die dringenden Anliegen des gesamten Kreises Groß-Gerau wirklich interessieren. Wir haben der Veräußerung im Haushaltsausschuss daher aus sehr pragmatischen Gründen zugestimmt. Und wir werden den Zustand der Landesstraßen im Kreis Groß-Gerau sehr genau im Auge behalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Hartwegen, ich verstehe, ich unterstütze ja Ihre Position, dass Sie sagen, dass sich keiner für den Kreis Groß-Gerau interessiert von den Genannten. Aber warum hat die SPD dann diesem Verkauf dieses Grundstücks zugestimmt, wenn Sie doch jetzt alle Gründe gebracht haben, warum es nicht verkauft werden soll und schon gar nicht an ein Logistikunternehmen? Also die Wenn Sie mir dieses Rätsel lösen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das sind jetzt nur 3.218 Quadratmeter, und es geht nur um 1 Million €. Aber es gibt zwei gewichtige Gründe, den Verkauf des Landes heute zu thematisieren. Einmal ganz grundsätzlich. Es ist falsch, wenn öffentliche Hand Eigentum verkauft. Und da ist es völlig egal, ob es um fruchtbaren Ackerboden wie in Neu-Eichenberg sich handelt oder um ein Grundstück in einem Gewerbegebiet. Damit gibt das Land die Möglichkeit aus der Hand. Damit gibt das Land die Möglichkeit, aus der Hand dafür zu sorgen, dass mit dem Grund und Boden sinnvoll im Interesse der Menschen und der Umwelt gearbeitet wird. Und nach dem Verkauf gibt es ja keine Einflussmöglichkeiten. Höchstens der Bebauungsplan sieht noch etwas vor. Das bedeutet, Gelände geht verloren, das im Sinne des Klimaschutzes entwickelt werden kann oder der Versorgung der Menschen in der Region mit notwendigen Gütern wie Strom, Wohnungen und Lebensmitteln dient. Gut, in der Vorlage steht, dass Wohnen nicht möglich ist in dem Gebiet und Landwirtschaft wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Aber ist tatsächlich überprüft worden, ob es nicht etwas Sinnvolleres gibt als das tausendste Logistikunternehmen in unserem Kreis? Das ist bestimmt nicht passiert. Und das ist, da komme ich zu dem zweiten Grund. Frau Hartwegen hat es ja gerade schon gesagt. Der Bürgermeister, fast alle Bürgermeister im Kreis Groß-Gerau, auch der Büttelborner und die Gemeindevertretung und der Kreistag selbst wenden sich ganz, ganz deutlich gegen die Ausweisung weiterer Logistikflächen und die Ansiedlung von diesen Unternehmen. Das Groß-Gerauer Echo hat dies als Brandbrief bezeichnet, was an das Regierungspräsidium gesandt worden ist. Und da wurden deutlich gemacht, welche negativen Konsequenzen weitere Logistik in einer Region hat, die ja jetzt schon total belastet ist. Sie hätte mal die Meine Damen und Herren, ich bitte doch, also Leute, wenn die eigene Fraktion jetzt die Rednerin unterbricht Ja, also ich bitte jetzt, die Rednerin reden zu lassen und von keiner Seite sie zu unterbrechen, damit wir jetzt da weiterkommen. Durch die fortschreitenden Logistikunternehmen wird der Verkehrsfluss verstärkt durch das Transportgewerbe. Die Straßen werden belastet. Die müssen kurzfristig wieder instand gesetzt werden. Das kostet die Gelder der öffentlichen Hand oder sogar erweitert, wie die A67 jetzt, wie die Planung ist. Und das ist auch konkret in Güttelborn ein Problem. Das ist übrigens eine kleine Kommune von 15.000 Einwohnern. Da gibt es eine Brücke über die Autobahn in dieses Gewerbegebiet. Die ist schon völlig überlastet und viel zu schmal. Und der Verkehr kann das gar nicht jetzt schaffen. Jetzt soll noch einmal ein weiteres Logistikunternehmen dort Platz finden, obwohl sowieso kein Auto mehr über diese Brücke fahren kann. Ich denke, das ist völlig kurzsichtig und völlig uninformiert ist die Landesregierung daran gegangen, will dieses Gelände verkaufen.
wir leben ja sowieso in einer hochbelasteten Region im Kreis Groß-Gerau. Wir haben den Flughafen. Sie wollen auch von der Landesregierung noch den sogenannten freigemessenen Atommüll im Büttelborn deponieren. Und ich denke, diese Belastungen sind einfach eine Belastung, wesentlich zu viel Belastung, wie sie die Bevölkerung nicht mehr ertragen kann. Aber auch, Sie sind doch immer so interessiert daran, das örtliche Gewerbe zu unterstützen. Der Verkauf an Logistikunternehmen ist auch ein großes Problem für das örtliche Gewerbe, weil das hat dann keine Grundstücke mehr, um sich auszuweiten. Der Bürgermeister klagt darüber, dass er ständig Anfragen von örtlichen Gewerbebetrieben kriegt, aber gar kein Angebot mehr hat. Und Sie verkaufen schon wieder an ein Logistikunternehmen. Und das führt doch zu Abwanderung von Betrieben, Gewerbesteuer und Arbeitsplätzen. Denn die Logistiker bringen ja kaum Steuereinnahmen und ganz wenig Arbeitsplätze. Und da wehren sich die Bürgermeister wirklich mit Fug und Recht dagegen. Ich denke, das sollte man eigentlich unterstützen. Aber es fehlt Ihnen die Unterstützung des Regierungspräsidenten, des Regierungspräsidiums und auch der Landesregierung. Und was mir ganz seltsam ist, die GRÜNEN im Kreis Groß-Gerau sind die Ersten, wenn es darum geht, Logistikflächen zu beschränken. Aber hier im Landtag machen Sie nur Sonntagsreden von Nachhaltigkeit, grünen Bändern, Klimaschutz und Blühstreifen. Aber alles, was dem Klimaschutz vor Ort dienen würde, das wird von Ihnen nicht unterstützt. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin von den LINKEN! Ich habe Sie leider im Haushaltsausschuss nicht angetroffen, wo wir das Thema ja schon erörtert haben. Sehen Sie es mir nach, werte Kollegen von der LINKEN, wir Liberalen und ich denke auch die meisten anderen demokratischen Fraktionen haben zur Frage unbedingtes Staatseigentum eine andere Meinung. Wir sind durchaus der Meinung, man kann Privateigentum haben. Es gibt bei uns so Grundsätze wie rechtsstaatliche Verfahren. Es gab ein Bieterverfahren. Ich weiß nicht, was es daran zu mäkeln gibt. Und es gibt so etwas wie die Planungshoheit vor Ort. Und die achten und respektieren wir Liberalen, und ich denke auch die meisten hier in diesem Hause. Das jetzt hier kleinteilig zu zerreden, werte Kollegen, das lässt den notwendigen Respekt vermissen. Es gibt ein Um das auf in gebotenem Respekt zur Uhrzeit angemessenen Kürze und der uns zustehenden Thematik zu erörtern. Das Verfahren war fair und offen. Es hat ein Ergebnis herbeigeführt. Das ist auch in der Politik so. Das gefällt einem nicht immer. Aber das Verfahren war fair. Und deshalb kann ich nicht die Welt so backen, wie sie mir gefällt. Wir können daran nichts Verwerfliches erkennen, wenn alle Regeln eingehalten wurden. Natürlich, man kann das eine oder andere, und das hat im Übrigen, das wird der Fraktionsvorsitzende Ihnen bestätigen, der Kollege Schalauske, die Ausschussvorsitzende hat das sehr schön gesagt im Ausschuss, es gibt Pro und Contra, und manchmal muss man sich entscheiden, und wenn die Regeln eingehalten werden, dann sollte man eine Entscheidung akzeptieren. Und der Schwerverkehr wurde von keinem begrüßt dort, aber Verfahren in einer Ausbietung, sollte man es in der Mitte der Strecke anhalten, weil man dann sagt, dass, ja, das mag in Staatsideologien ihrer Fasson so sein. Wir haben ein rechtsstaatliches Verständnis. Das Verfahren wird zu Ende geführt. Es geht um den Gewinner eines fairen und korrekten Bieterwettbewerbs. Und das hat ein gutes Ergebnis gebracht im Sinne der Marktwirtschaft. Rechtsstaat hat in diesem Land, werte Kollegen der LINKEN, noch eine Bedeutung. Und das steht exemplarisch. Sie mögen 5 Minuten dagegen reden, Sie mögen 50 Minuten dagegen reden. Für uns war es ein faires Verfahren. Die FDP wird dem Ergebnis zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Das Wort hat der Abg. Frank Kaufmann, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu den schlichten Fakten. Im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens der Gemeinde Büttelborn erhielt die Domänenverwaltung
nach Einbringung eigener Flurstücke ein neues Grundstück zugeteilt. Dieses liegt in einem rechtsgültigen Bebauungsplan, durch den die Gemeinde Büttelborn in ihrer Planungshoheit ein Gewerbegebiet ausgewiesen hat. Dieses Gewerbegebiet, das Luftbild zeigt es, ist bereits teilweise bebaut. Das Land selbst hat nicht die Absicht, Gewerbe in Büttelborn zu betreiben. Ich glaube, das will ja auch keiner bestreiten. Andere Nutzungsformen für das Grundstück, zum Beispiel Wohnungsbau, kommen nicht in Frage. Rechtskräftiger Bebauungsplan, Gewerbegebiet. Insoweit soll das Grundstück verkauft werden. Und es wurde entsprechend ausgeboten, und der Bestbietende hat den Zuschlag bekommen. Und wir sollen jetzt zustimmen. Das, was die Kollegin von der SPD und noch deutlicher die Kollegin von den Linken von uns verlangt, ist schlicht ein und einfach die Missachtung kommunaler Planungshoheit. Der Bürgermeister könnte natürlich in seiner Gemeindevertretung einen Antrag einbringen, den rechtskräftigen Bebauungsplan wieder aufzuheben, wenn man zu der Erkenntnis kommt, für die ich viel Sympathie habe, dass es im Kreis Groß-Gerau bereits reichlich von diesen übergroßen Schuhschachteln, sprich Gewerbehallen, gibt. Aber das tut er nicht. Und warum tut er das nicht? Weil dann kommt sofort der Ruf Schadensersatz. Weil dann nämlich sozusagen diejenigen, die da Grundstücke besitzen, einen Anspruch haben, das, was rechtsgültig ist, auch umzusetzen. Und jetzt versuchen Sie, das in einem Vorgang, der mit der Planung nichts zu tun hat, uns hier unterzujubeln. Wir hätten es oder wir könnten es verhindern, indem wir das Grundstück nicht verkaufen. Dann würde das Land Hessen in unmittelbarer Nachbarschaft einer großen Gewerbehalle ein unbebaubares Grundstück besitzen. Das, meine Damen und Herren, ist aber wohl nicht zielführend und kann auch nicht die Lösung des Problems sein. Das Gewerbegebiet wird übrigens umschlossen von der Robert-Bosch-Straße, der Rudolf-Diesel-Straße und der Max-Planck-Straße, typische Namen für Wohngebiete, wie Sie alle wissen. Also, das muss die Gemeinde Büttelborn, die dort sowohl den Flächennutzungsplan als auch den Bebauungsplan selber in Verantwortung entschieden hat, lösen. Wir begrüßen es sehr, dass auf der Ebene der Regionalversammlung jetzt für die Zukunft etwas geändert wird. Aber einen bestandskräftigen Bebauungsplan kann nur die Gemeinde, die ihn erlassen hat, auch ändern. Dazu können wir Sie gerne auffordern. Das hat mit dem Verkaufsvorgang aber nichts zu tun. Vielen Dank, Kollege Hoffmann. Das Wort hat der Abg. Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben die Diskussion im Ausschuss ausführlich geführt. Dass Linke keine Grundstücke verkaufen wollen, wissen wir auch, nehmen wir zur Kenntnis. Das Land hat dafür keine Nutzungsmöglichkeit, deshalb wird sie dies veräußern. Der Bodenrichtwert beträgt 200 € pro Quadratmeter. Wir erzielen 325 € pro Quadratmeter. Dies ist ein gutes Geschäft. Wir werden zustimmen. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Kollege Reul. Wir sind am Ende der Aussprache zu dem Punkt. Nein, es gibt keine Wortmeldung mehr. Dann kommen wir jetzt auch zur Abstimmung über diese Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Antrag der Landesregierung, Veräußerung eines Grundstücks usw., so Drucksache 20-9184 zu Drucksache 20-9084. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte schön das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, AfD. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Keine. Was macht die SPD? Bitte? Dafür gestimmt. Gut. Warte mal alle, ja. Kollege Kahnt, für die Beschlussempfehlung. Gut. Er hat teilgenommen, er hat für die Beschlussempfehlung gestimmt. So.